Bürgerbeteiligung, ja, aber wie? Ein Jahr lang hatte sich ein Arbeitskreis aus Bürgern, Gemeinderäten und Stadtverwaltung mit diesem Thema beschäftigt und Leitlinien erstellt. Diese wurden jetzt zum ersten Mal in der Stadthalle öffentlich diskutiert. Die Erwartungen waren groß. Naja, dass die Grundlagen gelegt werden, wie zukünftig wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ob das jetzt die Stadthallenfrage ist oder die Kongresszentrumfrage ist oder die Frage, ob eine Straßenbahn wieder in die Altstadt soll oder die Konversionsgebiete. Diese Entscheidungen werden auf jeden Fall auf diesem Weg getroffen werden müssen. Genau um diese Grundlagen ging es. Wer entscheidet über die Themen einer Bürgerbeteiligung? Wann und wie wird sie dann in Gang gesetzt? Und wer hat alles Mitspracherecht? Zum Teil konnten die Fragen vom Arbeitskreis Bürgerbeteiligung sofort beantwortet werden. Andere kamen auf die Themenliste. Also ich für meinen Teil finde es sehr gut, dass der Arbeitskreis und auch der Gemeinderat eben zum Teil sich interessiert, an dem gezeigt hat, was die Bürger tatsächlich zu dem Ganzen zu sagen haben. Und dass auch Punkte, die vorher eher unter den Tisch gefallen sind, die auch zum Teil wir angebracht haben, jetzt tatsächlich ihren Weg ins Gehör des Arbeitskreises gefunden haben. Ziel der Bürgerbeteiligung ist es, mehr Transparenz zu schaffen, mit den Heidelbergern gemeinsam ihre Stadt weiterzuentwickeln. Das ist eine Heidenarbeit. Also die Menschen dazu zu bringen, auch das Zutrauen zu haben, dass sie sich äußern können, dass ihre Äußerungen aufgenommen werden und dass das tatsächlich dann auch weitergegeben wird. Allererster Linie ist natürlich der Stadtrat für die Entscheidung verantwortlich und die wählen wir halt auch. Ja. Von daher muss man dann auch gewisse Dinge einfach akzeptieren, ganz klar. Ne? Nur die Akzeptanz der Bürger ist eine andere, wenn ich frühzeitig damit eingebunden werde. Wenn man im Vorhinein das alles besprechen kann, dann würden sich natürlich die Bürgerentscheide erübrigen. Das wäre eine Idealsituation, die vielleicht mit dieser Initiative hier zustande kommt. Bis 20. Mai kann jeder Interessierte noch an den Leitlinien Bürgerbeteiligung im Internet und bei Veranstaltungen mitarbeiten. Dann wird sich der AK mit all diesen Vorschlägen auseinandersetzen. Ich bin überzeugt, so wie der Arbeitskreis bisher gearbeitet hat, wird er vernünftige, ausgewogene Lösungen finden. Und wenn dann der Gemeinderat grünes Licht für die Leitlinien gibt, schreibt Heidelberg in Sachen Bürgerbeteiligung bundesweit Geschichte.